Wo sehen? Ja, wie wo sehen? Also ist das denn für eine Aussage? Ja, wo sehen? Ja? Was willst du unternehmen? Ja, dass wir uns treffen, so, dass wir uns kennenlernen. Was sind die Katzen spielen? Ja, kann Nein, ich liebe das? Katzen. Du weißt schon, was ich meine, glaube ich. Oder eine andere Katze spielen. Mit deiner Katze spielen. Nein, Mann, ich meine uns kennenlernen. Ui, warte mal, ey, ich bleib mal dran, ich bleib einfach dran, okay? Warum? Weil ich muss mal kurz für kleine Männer. Okay, kannst mich auch mitnehmen. Okay. Stumm dich nicht. Alles gut, bleib mal dran. Okay. Warum stummst du nicht? Like den Stream und teilt den Stream. Bam! Er stummt sich einfach, Digga. Für kleine Männer, Digga. Hast du wieder zugenommen? Verdammte Scheiße, wo habe ich zugenommen, Digga? Ich weiß gar nicht mal, wann ich abgenommen habe. Vor 17 Jahren. Ich war schon immer fett, Mann. Dein Gesicht ist so geschwollen. Ja, das Essen schmeckt so gut. Hallo. Hallo, hörst du mich? Okay. Kannst du reden? Der ist auch langweilig, Mann. Ich brauche jemanden, der nicht langweilig ist, Mann. Dominik. Hallo? Ja. Hallo? Hallo, wie geht's dann? Mir geht's gut, wie geht's dir? Ja, gut, danke. Was machst du so, Dominik? Nix, spazieren gehen, du? Ich bin zu Hause, lieg ein bisschen auf der Couch. Mir ist total langweilig. Ah, das ist nicht gut, ne? Nochmal bitte. Das ist nicht gut, sag ich. Das ist definitiv nicht gut. Nein. Und wie war der Druck so? Mein Tag war beschissen, Dominik. Es ist heute, war ein älterer Herr bei mir in der Kosmetikbranche und hat auf mein Table geschissen. Alter, na, glaube ich Nein, schon nicht, also aber das. nein, glaube ich nicht, aber ja, ist ja wurscht. Was? Warte. Es fängt das schon wieder Nochmal bitte? an. Ich habe gesagt, es fängt das schon wieder an. Nicht einmal Nein, einmal es ist, nein, ich telefoniert. hab, mein Tag war beschissen einfach. Also das sagt man hier in Deutschland. Also hat auf dein Table geschissen Gäbe. so. Weil Ach der Tag so. beschissen war. Ach so, so meinst du es, okay. Ja. Ja, also was meinst du? Du hast mir geschrieben, ja, war alles fake und so. Nein, also du bist mein Typ, Na, aber. na, ich weiß nicht, warum du es eigentlich down hast. Was ist ja wirklich ein Grund? Weiß nicht. Also, Ja, das ist und ja, schon. kann sein, dass ich jetzt machen gesagt, muss ich gesehen, aber nicht, was soll ich tun? Weiß Na? Ja, ich habe so gesagt, aber was das Problem ist, einfach nur, wenn das gesagt wird, tut, aber das nicht das tut, dann kann ich dich auch nicht kennenlernen, ne? nicht. Na, ich glaube, dass du echt bist. Ich glaube, das ist mittlerweile schon. Ja, du sagst mir, dass ich fake sei, du sagst mir das, du hast, wolltest, Na, das ist halt alles dass ich komisch immer Fotos von du. mir schicke, also ganz ehrlich, da fühle ich mich auch ein bisschen verarscht. Na? Ah, sorry. Oh, wie. Ja, also ich fand dich total hübsch und warst total mein Team und so. Aber wenn das nicht weißt, dann ist es ja nur so, ne? Ja, du bist davon hübsch, muss ich alles, ne? Darf ich dir jetzt was vorsingen oder nicht? Ja, bitte. Bluetooth Okay. Mode. Hallo? Hörst du mich, Dominik? Connected. Ja. Ich singe dir jetzt das Periodenlied von meiner Oma. Okay. Warte kurz. Ich muss den Beat nur rausholen, okay? Bist du noch da? Ja. Also das habe ich damals für meine Oma geschrieben. Sie hat ihre Periode und sie sind in die Wechseljahre gekommen. Und ja, ich weiß, das ist vielleicht ein bisschen komisch, aber ich möchte jetzt kurz die Hände sehen, okay?
Hast du ein Feuerzeug neben dir oder so? Leider nicht, nein. Hast du irgendeinen harten Gegenstand an dir? Was? Hast du irgendeinen harten Gegenstand mit dir? Nein. Okay. Okay, Dominik, es wird lang, das geht los. Die Periode. Oma, ich weiß, es ist hart ohne dich, doch hör mir zu, dieses Lied geht nur an dich. Ich weiß, du bist jetzt woanders. Ingdorf, Toilette. Doch ich liebe dich. Oma. Ich weiß nicht wohin. Diese Wege sind ganz komisch ohne dich. Ich blute aus der Scheide, denk nur an dich. Oma, wo bist du? Ich liebe dich. Oma, es war nicht leicht, du bist deinen Weg gegangen, auch ohne mich. Deine Tage, du hast sie benutzt, gegen Opa und hast sie geputzt. Opa, dachte, du wärst schwanger am 21.12.1934. Doch du meintest einfach nur, ich blute nicht mehr aus der Scheide. Die Scheide und Blutung sind gestoppt. Ach die Scheiße. Wie war es? Sei ehrlich. Wie war es? Sei ehrlich. Ja, es hat irgendwas, aber. Bitte was? Es hat irgendwas. Also war gut oder? Ja, gut, nee, das will ich jetzt nicht sagen, aber. Warte, das war nicht gut oder? Was? Es war nicht gut? Also gut, es war halt schon wieder so, ich hab die Hälfte nicht verstanden. Ach, du hast die Hälfte, aber es war gut, oder? Also so vom Lyrischen her und so, Milo? Ja, vom, ja, das ist schon. Und da war es, ich kann dir auch noch mal was an, also das... Bluetooth Mode. Das ist ein auf Niederländisch. Das ist ein niederländischer Rap. Ja, yeah, let's go. Strada. Dominik, hör mir zu, ich liebe dich. Okay, let's go. Soll ich ein bisschen Echo mit reinmachen, damit es cooler wird? Na, brauchst du nicht. Echo, let's go. Na, das dauert mir nicht. Ich gucke in deine Strata und zeig dir, wie das läuft. Ich gucke in deine Strata und ich fick in deine Frau. Ich gucke in deine Strata und ich fick in deine Tante. Ich fick in deine Mutter, deine Vater, deine Frau. Du kommst in das Street, ihr Raum und deine Welt. Ich gucke in deine Fette, deine Frau und deine Welt. Marius? Ja. Ich sag, du fickst da aus in der Muse. Ja, so ist es, Dominik. Naja, das ist gut. Ich würde dich echt gerne kennenlernen, also wenn du es magst. Ja, eigentlich schon. Weißt du noch, wo ich herkomme? Du bist von Deutschland. Ja, aber wo? Von München da, in der Nähe. Ach du Scheiße, das hat gerade geklingelt. Könntest du vielleicht dranbleiben? Ja, aber mach ja keinen Fick, nicht, hä? Ja? Ja. Was hast du gesagt? Ja, ich bleib eh dran. Hä, wer klingelt denn so spät noch bei mir um die Uhrzeit? Was? Ich weiß nicht, jemand hat geklingelt so spät noch bei mir. Ja, sag mal, hast du den Schuss nicht gehört, oder was, Valeria? Was ist das denn für eine Lampe? Sorry, ja. Was war das? Ja, so, du hast also ganz ehrlich, ich glaube, dir geht's nicht mehr gut oder so. Du hast meine Frau gerade geweckt, Valeria. Was hörst du dir da überhaupt an? Das habe ich selber gesungen. Also ich habe halt mit dem Mikro ein bisschen gesungen. Das war meine Stimme. Ja, das kann doch nicht sein, dass wir in Mitternacht hier schon hier anfangen mit irgendwas zu singen oder was? Valeria, sag mal, geht's dir nicht gut oder was? Doch, mir geht's gut. Ich habe bloß meinen Freund was gezeigt. Du hast einen Freund? Dominik, sag mal Hallo. Hallo, jo. Ja, was ist das denn? Also das ist ja auch total respektlos, dass er mich hier gerade anmacht, oder was? Ja, Dominik.
Ja, wer bist du? Was? Ja, wer bist du? Hey, ich weiß jetzt, dass es so ein Schmäh ist, also. Ja. Bitte, was? Kannst du mal Deutsch sprechen? Valeria, kann ich dich später anrufen, bitte? Nein, Dominik, lass mich bitte jetzt nicht allein. Das ist mein Freund, das verstehst du doch nicht. Also was möchtest du da noch wissen? Er ist ein bisschen schüchtern, okay? Das ist der, was ich schon verlesen habe. Gehst du nicht gut, oder was? Woher kommt der? Aus welchem Land ist der Typ? Ich verstehe den ja nicht mal. Dominik, verstehst du mich? Wenn ja, blinzel dreimal. Haha, lustig. Nein, Dominik, sag mal hallo. Ja. Hey, du, ich muss auflegen jetzt noch. Ja, was, du musst auflegen? Sag mal, hör mal zu jetzt, Dominik. Wer bist du? Bist du mal Lehrers neuer Macke, oder was? Geh bitte aus meiner Wohnung raus. Also, Peter, ich glaube, ich spinne raus. Dominik hat aufgelegt. Dame, mein Name ist Dominik. Und mein Vaters Name ist Rick. Und mein Opa heißt Fick. Und mein Opa heißt Dick. Dominik, richtig so irgendwie so richtig so ein NPC, ne? Dame. Hallo. Geht? Nichts bei dir? Langeweile. Okay, cool. Woher kommst du? Frankfurt, du? Achso, ich bin aus Mannheim. Und wie heißt du? Giuseppe, du? Ah, schöner Name. Mein Name ist Valeria. Italienerin? Nein, tatsächlich nicht. Ich bin halb Spanierin und halb türkisch. Und du? Kolumbianer, Italiener. Boah, krasse Mischung auf jeden Fall. Danke. Wie alt bist du? 20, du? Ich bin 19. Okay, was sind so deine Hobbys? Ich reite gerne, zeichne und bemale Mandalas. Du? Geh gerne ins Gym und halt ein bisschen so Autos rumschrauben, Motorräder. Ach so, cool. Bist du so ein kleiner Schrauber? Naja, klein ist schwierig. Ich bin über 1,85 Meter, also oh, klein, wow. Ist anders. Du bist ja riesig. Also auf dich könnte man mit so Kundenkleber diese pinken oder lilanen bunten Kletterdinger raufkleben. Wie bitte? Du bist groß, ich bin aber auch ein bisschen größer. Wie groß bist du denn? Ich bin 1,73. Er ist schon groß. Und auf Knie bin ich 1,26. Ja. Hast du ausgemessen, ja? Ja. Warum hast du das ausgemessen? Keine Ahnung, ich wollte wissen, wie groß ich auf Knien bin. Wie bitte? Ich wollte erst wissen, wie groß ich bin, wenn ich knie. Okay. Mhm. Ja, und... Ja. Ja, ich bin ein bisschen schüchtern. Alles gut. Ja, geht mir aber genauso, muss ich sagen. Echt? Okay, also bist du sehr schüchtern, ja? Oder bist du nur ein bisschen schüchtern? Es geht. Ich bin gerade überlegen, wie ich drauf reagieren soll wegen dem Knie und so, ne? Ach so, wieso? Weil man sagt doch immer so, also viele Frauen sagen das so von wegen, ich bin 1,64 Meter und wenn du besonders sympathisch bist, bin ich 1,20 Meter. Achso, nein, also mein Ex-Freund hat mich damals gezwungen, dass ich mich mal messe, wie groß ich bin, wenn ich knie, und deswegen habe ich das nachher noch im Kopf. Okay, what the fuck? Ja, in der Kennenlernphase, das war ganz komisch. Okay, ja, ich kann mir schon denken, worauf ich hinaus wollte, aber ja. Was ist? Ich kann mir schon denken, worauf er hinaus wollte. Wie, worauf wollte er denn hinaus? Weiß es echt nicht. Nee. Also man sagt ja immer, wenn eine Frau vor einem kniet, also wenn, man sagt ja... Okay, ich glaube, ich habe es verstanden. Okay. Du meinst wahrscheinlich ja. Die Arbeitsgröße von einer Frau. Wenn sie kniet, dann weiß man ungefähr, wie sie arbeitet, wenn sie im Handwerk tätig ist. Handwerk? Oder was? Zum Beispiel, wenn man schraubt und so. Nein. Okay. Es geht eher mehr in die... unanständige Richtung. Ach so, mein Gott.
Das ist ja total, also das wusste ich nicht. Doch. Also, ja. Wenn du bei einem Mann... Ja, okay, ich habe schon verstanden, was damit gemeint ist. Das ist ja total asozial. Ja. Sag mal, das macht man nicht. Musst du mir nicht sagen, ich habe ja nicht danach gefragt. Musst du deinem Ex sagen oder deine Ex? Ja, ich habe mich von ihm getrennt. Er hat sehr viel Scheiße gebaut. Ich war im Urlaub und kennst du diese Weizen-Cornflakes? Diese, die so ein bisschen mit Honig sind? Ja. Er hat meine ganze Wohnung, also er wollte mir einen Gefallen tun und hat meine ganzen Tapeten damit mit Sekundenkleber befestigt. Warum bitte? Ja, er wusste, dass ich das mag und dann irgendwann hat es angefangen zu schimmeln und so und das ein bisschen nach Gulli gerochen. Oh. Steffi und... Ja, es war schon krass, was da alles abgegangen ist. Also ich habe mich auch schon sehr, sehr schwierig leider von ihm trennen müssen. Ja, aber hat er sich betrogen oder was? Es ist ein bisschen Steffi. Also meine beste Freundin hat mir erzählt, dass er im Club war und dort andere Frauen angetanzt hat und tatsächlich auch nach deren Tamagotchi-ID gefragt hat. Nach was? Tamagotchi-ID. Was ist Tamagotchi? Das ist... Keine Ahnung, also das Spielzeug kenne ich, aber... Ja, das ist halt in unserer Stadt, wo ich wohne. Wir sind halt... Hast du damals Pokémon Go gespielt? Ja. Bei uns in Mannheim, hier in der Ecke, wir haben so ein Tamagotchi-Fall noch extra und so. Und jeder hat halt verschiedene Tamagotchis und wir haben die halt gesammelt und so. Und er hat tatsächlich seinen Tamagotchi an eine andere Frau gegeben und somit den Zugang zu seinem Pet gegeben. Und sie konnte den Pet von zu Hause aus bewegen, füttern und spielen. Und er wollte mir sein Tamagotchi, sein Pet, eigentlich am Weihnachten schenken. Mhm. Okay, also das ist wie so ein Kuscheltier, was so atmet, oder was? Genau. Ach so. Ja, es ist sehr, sehr verrückt. Ja, aber dann sei doch froh, dass du nicht mal mit dem zusammen bist. Ja, ich bin schon ein bisschen froh, aber irgendwo bin ich auch ein bisschen... traurig. Ja, glaube ich dir. Weil ich wusste nicht mehr, also es gibt so Sachen, so die gehören sich, Nussi, ne, und dann gehört es Sachen, die gehören sich nicht. Und wenn man mir meinen Freund indirekt fremd geht und sein Tamagotchi an ihn weitergibt, dann ist es fraglich. Ja, klar. Ich habe halt auch seine Mutter und seinen Vater gewaschen. Wie gewaschen? Ja, ich weiß nicht, aus welcher, also ich weiß nicht, ob das normal ist bei den Rumänen, dass man die Eltern wäscht. Also die meinten irgendwie, dass es normal sei, dass man zur Begrüßung oder jedes Mal, wenn man da hingeht, dass man die wäscht. Wie wäscht? Ja, halt. Haare. Keine Ahnung, also. Das hört sich so komisch an. Nochmal? Geh nach Hause. Dann haben die gemeint, so, du bist jetzt zu Hause, jetzt wäschst du. Also ich habe seine Mutter und seinen Papa kennengelernt, ne? Ja. Und dann bin ich da hingegangen so und da hieß es dann halt, die haben wohl so eine Kultur, dass es normal sei, dass die Frau die Mutter den Vater wäscht. Okay. Hey, dann hast du die Eltern nackt gesehen oder was? Ja, ich muss sie waschen und so, aber ich weiß halt nicht, ob das normal ist. Das klingt jetzt ein bisschen komisch. Keine Ahnung. Und ich musste die halt auch waschen, also auch so ein bisschen, also wenn die halt, zum Beispiel wenn die auf Toilette waren, war es halt im Besuch auch so, dass ich dann dort mit so einer Gießkanne hingehen musste und, ja, egal. What the fuck? Ich will das vergessen, also das war ganz komisch. Ja. Ja. Tamara. Naja, es ist viel Scheiße passiert bei mir, leider, aber... Ja. So ist das. Und bei dir so? Ja, nicht viel. Papa ist im Urlaub, bin allein zu Hause. Okay. Wo wohnst du? Also hast du sturmfrei? Sozusagen. Kann man dich treffen? Bin halt selten zu Hause, aber... Wieso? Wo bist du denn? Worauf willst du denn hinaus? Ja, also, was ich hinaus bin, wir können uns kennenlernen oder so.
Keine Ahnung. Mannheim ist ja nicht gerade um die Ecke, oder? Na, Frankfurt-Mannheim, wie groß ist die Differenz? Boah, keine Ahnung. Hast du Hunger? Ich? Mhm. Warum? Dein Magen hat mit mir gesprochen. Scheiße. Und das sind 60 Kilometer, also. Tja, keine Ahnung. Ach, wenn du magst, kannst du ja mal kommen, dann können wir mal, kann ich dir mal die Stadt zeigen. Hallo, hörst du mich? Ja. Hallo? Ja. Okay, jetzt höre ich dich wieder. Ja, also es ist weniger nur Stück. Hast du ein Auto? Ja. Wenn du möchtest, kannst du auch zu mir kommen. Ich wohne alleine. Muss halt mal schauen, weil ich bin halt wirklich sehr oft immer unterwegs wegen Arbeit. Okay, jetzt was arbeitest du? Automobilverkäufer. Okay, und wo bist du da unterwegs? Ja, ich habe halt viele Großkunden, Außenkunden, okay, die ich halt auch betreue, weißt du, und da bin ich halt wirklich oft unterwegs, bin die ganze Zeit auf Arbeit. Mhm. Muss man dann halt mal schauen. Hast du kein Auto? Doch, ich habe ein Auto. Wenn du möchtest, kann ich heute schon zu dir kommen, wenn du Bock drauf hast. Wie bitte? Wenn du möchtest, kann ich heute auch schon kommen. Jetzt? Ja. Könnte ich bei dir übernachten dann und duschen? Ist mir nicht übel, aber so weißt du, wir kennen uns nicht. Mhm. Und dann direkt so ist nicht so mein Fall, sorry. Okay. Ja, okay. Ja. Das muss ich dann wohl so akzeptieren. Ja. Gut. Also soll jetzt auch nicht böse gemeint sein, aber wir kennen uns halt wirklich nicht und ja, so ist gut. Direkt. Ja, das Gute ist jedes Mal bei mir so, wenn ich jemanden sympathisch finde und wenn mir jemand gefällt, dann klappt es eh nie. Aber du kannst nicht aussehen. Ja, es ist mir egal, wie du aussiehst. Ich kann so aussehen wie mein rechter Fuß, also. Es ist bloß immer leider so, dass ich immer jedes Mal dann so gekommen werde und alles gut. Ja, wie gesagt, wir können ja halt mal spazieren gehen, entspannt ein bisschen reden. Bist du schwul? Nein, ich bin nicht schwul. Was ist spazieren? Ja, was willst du denn sonst machen? Willst du direkt beim ersten Mal irgendwie, keine Ahnung was? Keine Ahnung, also. Ich dachte, dass wir uns vielleicht, keine Ahnung, so direkt so treffen, das Essen gehen und danach, keine Ahnung, so schauen. Komm auf den Punkt. Was meinst du? Ja, dass wir gucken, ob dass wir Netflix gucken oder so. Ja, keine Ahnung. Ja, egal. Das war eh klar. So, ich glaube, ich bin einfach zu offen für gewisse Menschen oder so. Naja. Schade. Ja. Mhm. Ansonsten, was machst du so beruflich? Ich bin Kosmetikerin. Also, ich spritze Lippen auf. Feile. Okay. Stuhltabletter. Setze Dekolletés auf. Was? Nochmal? Nee, was hast du gerade gesagt? Pfeile, Schultabletter, Kindknochen, Warzen. Also nicht Warzen, die du denkst, sondern Warzen, also dieser Knochen. Den kannst du ein bisschen reindrücken und danach ist es halt ein bisschen für die Frau ein bisschen angenehmer, wenn sie ihre Periode bekommt, dass das Blut ein bisschen nicht so gegen die Scheidewand drückt, sondern direkt rausfließen kann und somit hast du weniger Schmerzen. Okay, krass, wusste ich nicht. Mhm. Und wie ist es bei dir? Hast du dir die Lippen aufspritzen lassen? Ja, ich habe meine Lippen aufspritzen lassen. Okay, krass. Ja. Hast du nur das gemacht, oder? Ja, und jetzt werde ich wahrscheinlich vielleicht im April, also nächstes Jahr im April, vielleicht noch BBL machen. Also ich weiß nicht, ob du weißt, was das ist, bei den Bettbewerbern läuft. Also da nimmt man halt eine Avocado, ne?
Eine Avocado. Mhm, so eine, also dafür musst du halt auch nach Afrika, weil dort halt ein bisschen größere Avocados haben. Du schneidest die Avocado durch die Mitte und versuchst dich dann halt mit dem zwei deiner Schultablette reinzulegen. Und dann lässt du es ziehen und das hat so den Effekt, dass dein Fett vom Bauch zum Arsch rutscht. Und somit hast du dann ein bisschen ein größeres Dekolleté. Okay, krass. Ja. Okay. Ist ein bisschen schwer zu erklären, aber... Ja. Ja. So ist das. Ja. Und du? Was? Hm? Hast du was machen lassen? Nee. Ich wüsste auch nicht, was man bei Männern machen lassen kann überhaupt. Ach, okay. Ja, es kommt ganz drauf an. Also ich bin auch ganz vorsichtig. Was? Ich bin noch ganz vorsichtig. Also, wenn du möchtest, könnten wir dir deine Lippen aufspritzen. Ungern. Ich bin soweit eigentlich zufrieden. Hast du dicke Lippen oder dünne? Normale. Okay. Gibt es irgendwas, womit du unzufrieden bist in deinem Körper? Nee. Okay, ja, okay, dann brauchst du. Wie groß bist du? 1,87. Okay, gut, du bist groß. Nee, eben warst du 1,85. Was? Eben warst du noch 1,85. Ich hab gemeint, ich hab über 1,85. Ach so. Okay, gut, dann bist du groß. Ja. Ja, okay. Ja, machst du sowas auch, oder was? Was denn? Wenn man nicht groß genug ist. Ja, ich könnte dich ziehen. Wie stellst du mir das vor? Klebst du mich auf den Boden? Nein, nein. Kann ich hängen, also es ist, glaube ich, so, wir haben halt im Studio so eine Tür. Du hältst dich da fest und danach nehmen wir Gummibänder und packen das in dein Bein und machen das dann so an unser Bauch befestigen. Dann laufen, also gehen wir mal einen Schritt weiter und du hältst dich an der Tür fest. Du hast da extra zwei Griffe, Pömpelgriffe. Und dann wirst du ein bisschen langgezogen. Ja, okay, aber das ist ja eine Sache, die hält ja nicht dauerhaft, oder? Doch, also dadurch wird dann dein Gewebe ein bisschen entlastet und dabei musst du halt eine gewisse Bewegung machen. Das hört sich so dumm an, ich weiß, aber wenn du dabei ein bisschen so eine gewisse Bewegung machst, du musst dich halt komplett locker lassen und die Schulter ein bisschen auskugeln. Und dann ist das Gewebe, das lockert sich auf und das Gewebe zieht sich dann weit. Es ist ein bisschen wie so ein Kaugummi. Ja, aber ich meine, wenn du halt länger, jetzt zum Beispiel, das macht ja echt fast gar kein Mensch, dass man sich einfach mal so hängen lässt. Es ist ein bisschen schwer, also es ist schwer zu erklären, das ist so eine... Ich mache zum Beispiel so, ich gehe ins Fitnessstudio, wenn ich im Fitnessstudio bin, lasse ich mich immer so baumeln an so Klimmzugstangen. Ja, aber du bist ja auch kein Baum, oder? Das ist bei uns nicht so, das ist nicht so, dass du dich baumeln lässt, du wirst langgezogen dort, wortwörtlich. Ja, aber das hält ja nicht lang. Das hält lange, das Gewebe zieht sich nicht mehr zusammen. Kennst du, weißt du, was Dehnungsstreifen sind? Ja. Gehen die weg? Nee. Ja, so. Ja, aber es geht ja, glaube ich, da eher mehr um die Wirbelsäule, oder? Nein, das ist das Ding, das geht nicht unbedingt um die Wirbelsäule, sondern deine Muskeln und dein Gewebe zieht sich länger und so, damit bist du auch selber größer. Okay, krass. Mhm. Das ist jetzt nicht so, da so Gewebe, also... Das ist halt das Ding, du musst dir vorstellen, stell dir mal vor, du hast eine Avocado. In der Mitte ist die Gewebesäule, aber du ziehst die Avocado länger, trotzdem ist die Avocado länger, oder? Ja. Genau so ist es. Es ist, ich weiß, ich kann das nicht so gut erklären, sorry. Alles gut. Ja. Wir hätten auf jeden Fall Spaß, aber du willst ja nicht. Wie bitte? Wir hätten heute richtig viel Spaß gehabt. Was für Spaß? Ja, also... Hättest du mich langgezogen, oder was? Nochmal bitte? Hättest du mich langgezogen, oder was? Nein, das ist nichts. Was? Nein, das ist nichts. Was da? Was anderes, aber ich kann das jetzt hier nicht so sagen, weil ich mich schäme. Warum denn? Ja, weil das eh nicht zustande kommt. Du wirst dich ja eh nicht treffen.
Ich hab doch gemeint gehabt, doch schon, aber erstmal halt gucken, ob der Vibe stimmt. Okay, und stimmt der Vibe? Also was, auf was achtest du? Darf ich fragen, auf was achtest du bei einem Mann? Bei einem Mann? Ja, bei einer Frau, sorry. Also erstens bei einem Mann achte ich eh auf gar nichts, weil ich nicht schwul bin, aber... Okay. Cindy! Wer ist Cindy, Alter? Meine Katze. Hör auf, den Teppich anzukacken. Hör auf damit! Warum kackt die den Teppich an? Ja, es ist immer so, nach dem Stuhlgang will sie immer sauber gemacht werden und sie sucht dann, also ich habe so ein... Ja, es ist ganz komisch, also... Ich guck halt, ob man halt einfach so vom Charakter her passt. Wenn man sich gut versteht, wenn man so auf einer Wellenlänge ist. Ja. Und seit wann bist du Jingle? Ein Jingle? Naja, seit wann bist du Jingle? Du meinst Single? Ja, ich kann das Wort nicht aussprechen, so wirklich. Ja, als ob. Und wie heißt das? Single. Schingel. Ja. Schingel. Keine Ahnung. Ich glaube jetzt schon 2 Jahre oder so. Okay, und wie kommst du, dass du keine Freundin hast? Keine Zeit, kein Kopf dafür. Bin nicht auf der Suche. Ach, du suchst nicht? Nee, warum soll ich suchen? Ach so, Mia, danke. Ja, dann macht das doch keinen Sinn. Für mich. Warum? Was suchst du denn? Ich dachte, du suchst jemanden. Ja, ich suche schon was Ernsteres. Okay, gut. Danke, dass du mich, also, und dass du mir es gesagt hast. Sonst hätte ich mich wahrscheinlich in dich verliebt noch. Nach 5 Minuten Gespräch, ja, oder? Ich bin sehr, sehr naiv, also. Das ist so mein Charakter. Komm, du hast doch selbst gesehen, ich hätte mich auch heute direkt mit dir getroffen. Weil dir deine Stimme so viel gefällt. Wie bitte? Alles gut, dann wünsche ich dir was, ja? Okay. Okay. Ciao. Der wird dieses Gespräch nie in seinem Leben vergessen. Der wird, guck mal, ich sag euch, dass das krasse ist, wenn ihr so verschieden seid, anders seid, dass die Menschen, ihr geht denen nicht aus dem Kopf und die werden trotzdem das Gespräch suchen. Die werden, weil ihr anders seid. Vertrau mir, der wird mir irgendwann bestimmt schreiben. Sia, darum wär's hier. Der heißt nicht John. Zum 17. Hallo. Hallo. Hallo, alles gut? Ja, bei dir? Auch ganz gut. Woher kommst du? Aus Köln, du? Gut, ich bin auch aus Köln. Niemals. Und da? Ey, was geht hier ab? Was ist los? Wie alt bist du? Hallo? Bei dir ist es ein bisschen laut. Ja. Ich bin ein bisschen auf der Couch und liege. Und du? Ich bin gerade im Café. Aha, Hauschkälte, das ist 4 Euro. Wenn ich heute hier raushole, gehen wir was essen, was du willst. Was? Ich verstehe nicht, was du meinst. Ich meinte, wie alt bist du? Ich bin 20, du? Ich bin 26. Okay. Was bist du für eine Landsfrau? Ich bin halb Spanierin und halb Türkin, du? Halb Türkin? Ja, halb Türkin und halb Spanierin. Krass, ich bin Türke. Okay. Mutterseite Türke oder Vaterseite? Nein, mein Papa ist Türke. Okay. Und meine Mutter ist Spanierin. Geil. Mhm. Geil. Ja. Was machst du? Du gehst noch zur Schule, arbeitest du? Was machst du? Ich mache jetzt eine Ausbildung. Als? Kosmetikerin. Okay. Mhm. In Köln oder wie? Ja, in Köln. Läuft bei dir. Ja, und du? Ich bin selbstständig. Als was? Ich habe ein Taxiunternehmen in Köln. Ach, cool. Ja, wenn du ein Taxi brauchst, sag's mir Bescheid. Okay. Kann ich dir gerne behilflich werden. Das ist ja lieb von dir. Ja. Und sonst so? Nichts. Langeweile. Ein bisschen im Bettchen. Wieso Langeweile? Hm? Wieso Langeweile? Hast du frei? Ja.
Ja, also unser Laden wird umrenoviert und deswegen habe ich Urlaub. Geil, ja. Mhm. Und du? Ich bin jeden Tag am Arbeiten. Echt? Ja, ja. Weißt du mal. Jeden Tag. Einmal so leben wie du. Warum wie ich? Du warst ja frei. Ach so, ja, aber das ist doch nicht für immer. Das ist doch jetzt nur für kurze Zeit. Ach so. Mhm. So ist das. Cool, ja. Ich habe eben deinen Snap gesehen, dachte ich mir, ich rufe die mal an. Okay. Hast du vielleicht ein Foto von dir, damit ich weiß, wie du aussiehst? Ja, ich kann dir ein Foto schicken. Okay. Was ist das? Auf was drückst du die ganze Zeit? Ich bin nicht am Drücken. Die Kollegen spielen hier Automaten. Ach so. Okay. Ich bin ja am Zugucken. Ach so. Naja. Ja. Und sonst so? Ja, frag, was du wissen willst und ich sag's dir. Wie groß bist du? Ich bin ein bisschen größer. Also ich bin 1,73. Du? Ich 1,80. Okay, perfekt. Und, ja, ja. Bist du Single? Ja, sonst würde ich dich anrufen. Okay, seit wann? Seit gutem ein Jahr. Okay, und wie kommst du, dass du Single bist? Ist eine lange Geschichte, kann ich dir irgendwann mal erzählen. Mhm. Und bist du momentan so eine Suche oder so, oder suchst du was, oder eher nicht, oder? Oh, je nach Situation. Wenn ich merke, dass es was Gutes wird, dann würde ich natürlich in die Beziehung eingehen, aber ansonsten glaube ich nicht. Mhm. Also ich lasse es zukommen, keine Ahnung. Okay, hast du Fragen an mich? Hast du eine Beziehung? Ich habe bis jetzt eine Beziehung gehabt. Wie lange ging die? 6 Monate. Warum so kurz? Es war richtig komisch so. Er meinte, dass, guck mal, ich kann nicht offen mit dir reden. Ja, ja, klar. Ich bin ja noch Jungfrau. Okay. Und er wollte das halt nicht so, dass, das war ganz komisch. Er meinte, lass bis zur Ehe warten und so. Und dann. Der wollte nicht? Ja, dann war ich im Urlaub und dann hat er also was mit einer anderen gestartet und gehabt. Und okay. Dann habe ich ihn gefragt: Hey, was soll das? Du sagst zu mir, dass ich nichts machen soll und so. Und also, dass wir miteinander nichts machen. Und aber du machst das mit anderen. Ja. Dann meinte er: Ja, du sollst auch meine Frau werden. Das war nur eine Bitch. Ach du Scheiße. Ja, voll der komische. Ganz komisch. Was war das für ein Landsmann? Er war halb Koreaner und halb Türke. Halb Koreaner, halb Türke? Ja. Hörst du erstmal. Ja. Schade, ja. Was soll ich sagen? Ja, passiert halt. Ja, ja. Wo wohnst du in Köln? Ich bin aus Ehrenfeld. Und du? Aus Ehrenfeld? Mhm. Krass, okay. Woher bist du? Ich bin aus Efferen. Ach, krass. Aus Kleppenberg. Schön. Okay. Also wir sind fast Nachbar. Mhm. Krass. Wo verbringst du meistens die Zeit in Köln? Ich gehe nicht so oft raus. Also ich gehe auch nicht feiern oder so. Ich niemals? Hm? Als ob. Nein, nein, das ist nicht so meine Welt. Also ich mag das nicht. Ich gehe auch nicht in Clubs, Shisha-Bars und so. Da siehst du mich nicht. Also ich bin sehr langweilig eigentlich. Ich bin ja zu Hause, ich liebe es zu zeichnen. Manchmal bin ich mit Freundinnen was essen oder shoppen. Okay, ja, okay, okay. Du? Genau wie ich eigentlich. Ach. Ich bin nur am Arbeiten. Wenn ich Zeit habe, bin ich meistens draußen mit Freunden. Gehe gerne Therme, das war's. Achso, drückst du gerne den Schalter? Was meinst du? Drückst du oft den Schalter so bei Arbeit oder wie ist das? Ja, ich bin oft, wie meinst du das? Nochmal bitte?
Was meinst du nochmal? Wie, was meine ich? Was meinst du mit Schalter? Achso, du meinst, du bist wild oder nicht? Ah, Taxifahrer war das, ne? Ja, ja. Achso, und dann habe ich dich verwechselt nochmal, sorry. Mit wie vielen müssen wir am Telefonieren? Nein, nicht verwechselt, im Sinne von, ich habe es falsch verstanden. Also, du meinst, ich sag's nicht, dass du wild bist. Okay, okay. Ja, also hast du morgen auch urlaubmäßig. Mein Bruder ist da. Hm? Mein Bruder ist da. Dein Bruder ist da. Ein Kollege von mir ist gekommen. Okay, und was ich rufe dich dann später an. Ja, ich schicke dir die Nummer. Ich schicke dir mein Bild von. Oha. Wolltest du jetzt einfach nur aus Langeweile mit mir telefonieren, oder was? Nein, nein. Wir können zwar länger, aber ich muss den kurz grüßen. Der ist ein bisschen weiter weg, der wohnt ein bisschen weiter weg, weißt du? Sag doch mal ein kurzes Hallo und dann kommen wir da. Okay. Wer? Wann bist du gekommen? Oh, mein Bruder. Wir laufen jetzt mal. Warte, ich geh kurz raus, extra für dich. Extra für dich gehe ich jetzt raus. Für mich? Natürlich. Warum? Weil ich mit dir in Ruhe telefonieren möchte. Und das ist ja süß von dir. Ich bin kurz am Telefonieren. Wow, was ist das, diese Lampen? Allah, starkes Auto, ja. Masha'Allah. So, jetzt. Hallo. Mit voller Konzentration bin ich jetzt bei dir. Ja, ich hoffe. Irgendwas ist dir abgelenkt. So. Wann hast du Geburtstag? Ich habe am 25. Geburtstag. 25.01.? Mhm. Schön. Warum? Und du? Ich habe im Juni Geburtstag gehabt. Ach so. Okay, alles gut nachträglich. Dankeschön, dir auch. Danke. Und wie alt warst du? 25, jetzt bin ich 26 geworden. Okay. Sehr schön. Ja, ja. Und sonst, wie läuft Leben? Ganz gut, ich war noch vor kurzem in Urlaub. Wo war? Türkei oder wo? Ich war in Thailand. Für 3 Wochen. Was hast du in Thailand gemacht? Urlaub. Echt? Ja. Achso, und war gut? Bombe, kann ich nur empfehlen. Ey, was kann man denn da machen, so? Alles. Alles, was du dir vorstellen kannst. Und was hast du da so gemacht? Wir waren sehr oft am Strand. Mhm. Was haben wir noch gemacht? Boah, wir haben fast alles gemacht. Wir sind Jetski gefahren, wir waren auf Helikopter, wir haben Elefanten gesehen, Tigers gesehen, gestreichelt, Fotos gemacht. Also so wie ich das so, also ich weiß es nicht, ob das stimmt, aber voll viele gehen dahin wegen den Frauen und so. Stimmt ja, das? Wir waren nicht in dieser Abteilung. Das war so, das ist in Pattaya, wir waren komplett woanders. Wir waren so auf einer Insel. Ach so. Wir hatten tatsächlich nichts mit Frauen zu tun. Heftig. Okay. Ja, keine Ahnung. So. Man hört halt nur so ein paar Sachen. Deswegen. Ja, ja. Es sind viele, aber wir waren, wie gesagt, auf einer Insel. Wir haben uns nur entspannt. Ach so, gut. Warst du mit Freunden da oder mit wem? Ja, wir waren mit vier Kollegen, waren wir. Ach so. Keine Frau? Nee, nee. So. Die zwei waren zwar verheiratet, aber ja. Waren, aber sind nicht mehr. Also sind immer noch. Ach so, ja, okay, dann macht das auch Sinn, warum ihr ja so irgendwo hingegangen seid, wo es ruhiger ist. Ja, ja, wir haben nichts mit Frauen gehabt, auf jeden Fall. Okay, gut. Mit guter Seele kann ich das sagen. Mhm. Ja, ja, ansonsten bin ich hier. In 3 Wochen fliege ich wieder in die Türkei. Oha, wohin dort?
Erst mal in Heimat und danach mal gucken, vielleicht eine Woche irgendwo. Ja, ich fliege auch bald, aber ich weiß noch nicht ganz wann. In die Türkei oder was? Ja, ja, auch Heimat. Was, woher kommst du aus der Türkei? Hä? Woher kommst du aus der Türkei? Was denkst du? Südlich, westlich, östlich oder nördlich? Hm? Wo ist das genau so? Nördlich? Südlich, westlich. Kennst du Atwin? Niemals. Also mein Papa ist von da. Niemals. Das kennen eh nicht so viele. Was laberst du? Ich komme auch aus Atwin. Echt? Was laberst du? Hey, was redest du? Du blöffst gerade, ne? Du verarschst mich gerade, oder? Nein, du verarschst mich gerade. Hä? Warte. Wie heißt du mit Nachnamen? Nachname sage ich nicht. Hä? Also ich war da nicht so oft, ne? Aber ich kenn's nicht. Oha, das ist... Ich kenn unsere. Fast keiner kommt aus Artin. Heftig. Okay. Guck mal meinen Snap-Nummer an. 08. Warte, für was steht das? Wo steht das? Wo sehe ich das? Keine Ahnung, Sia 08 steht da. Ach so. Was ist denn 08 für ein Kennzeichennummer? Ach so, ja, stimmt. Boah, ich kenne mich mit diesen Kennzeichennummern gar nicht aus. Ach du Scheiße, was ein Zufall. Aha, die kommt okay. Ich glaube, ich habe mich jetzt verliebt. Okay, cool. Ja. Ach du Scheiße. Und aus welcher Stadt von Artwin? Weil ich kenne mich da gar nicht aus. Ich gehe da immer mit meinen Eltern hin. Also ich war da auch noch nicht so oft. 3-4 Mal überhaupt, wenn überhaupt. Und sonst, mein Vater ist ja also einmal aus Artwin und einmal aus Trabzon. Wer aus Trabzon? Auch aus Trabzon, also Hälfte, Hälfte, so mein Opa, weißt du? Laber keine Scheiße gerade. Wieso, bist du auch aus Trabzon? Ja. Hä, hey, was laberst du? Was laberst du? Jetzt verarschst du mich. Du verarschst mich. Ey, wie krass ist das denn? Eieiei. Eieiei, das ist echt ein Zufall jetzt hier. Oha. Die kommt aus Artwin einfach. Wie heißt du nochmal? Aleria. Aleria. Alena? Aleria. Aleria? Aleria. Valeria. Aleria. Hast du Feuerzeug? Ja, Bruder, ich hab Feuerzeug. Die kommt aus Artwin. Valeria. Valerie. Meine Nachbarin heißt Valerie. Echt? Guck mal, jetzt an, voll ekelhaft, ne? Ja, Mann. Ich hab 2 Tickets, ne? Ich schwöre auf. Was dauerst du? Hast du verdammt? Halbfinale Dortmund, Türkei gegen England oder Schweiz, wenn die gewinnen. Wie viel? Meine Freunde hat mir geholt. Wallah? Geburtstagsgeschenk. Niemals. Falls Türkei weiterkommt. Wir gehen zusammen dann. Oder gehst du mit deiner Freundin? Die hat eins für sich, eins für mich geholt. Aber wenn Türkei nicht weiterkommt? Ich komme dann auch mit meiner Freundin. Türkei. Also, bald meine Freundin. Und du hast eine Freundin? Nein, du bist meine Freundin jetzt. Ach so. Ich wäre dabei, Fußball ist immer cool. Wenn du Bock hast, kann ich dich mitnehmen auf jeden Fall. Ja, wir können, wenn du möchtest. Wenn ich möchte, ich will sowieso. Es kommt drauf an, ob du es willst. Ja. Ich war noch nie im Stadion. 4 Tickets, Walla. Niemals. 8. Aha, wir haben 4 Tickets. Ich nehme dich mit. Wie, ihr habt 4 Tickets? Wer hat denn Tickets? Mein Kollege, meine Freundin, also ich sag meine Freundin, von meinen Kollegen, die Freundin hat Tickets besorgt. 4 Stück. 4 Stück. Oh, wie krass ist das denn? Die gehen zu zweit, wir gehen zu zweit. So verrückt. Ich weiß, ein Doppeldate. Wie viel? 2000 für beide. Tamam, ich bin dabei. Bruder, wir haben vorgestern haben wir für ein Ticket 900 Euro gezahlt. Denkst du, ich zahle kein Taui für ein Ticket? Bruder, du musst morgen überweisen. Ah nein, wallah, ja, Freitag noch. Ja. Morgen musst du. Krokodiler. Yoksa ölüyorum, Bruder. Adama acayip yazık oldu. Çok kötü. Ich hab Hunger, komm. Ja, ich bin kurz am Telefon nachgeben. Komm, Telefon im Auto, komm. Krokodiler.
gemacht hat, Krokodiler, danke, du siehst aber auch! Wenn ich will, ich darf. Wenn ich will, ich kann mache. Wenn ich will, ich mache. Und was machst du? Ich rauche im Auto. Also, was für ein Auto fährt er? BMW X6, nagelneu. Echt? Ja, nur vorgestern hat er geholt, nicht gestern, echt? Vorgestern. Nein, ja. Vorgestern war ich. Ich schick dir gleich ein Snap. Aha, schön. BMW gut, hat kein Geld für mein Tickets. Bruder ist Millionär, genau wie ich. Achso, aber meint er nicht, dass er kein Geld hat? Gerade für die Tickets? Nein, das ist was anderes. Achso. Wir machen auch Geschäfte zusammen, weißt du? Achso, was arbeitet der denn? Also. Der ist auch selbstständig. Wie? Im Gastronomiebereich. Ach so. Achso. Ja. Der hat so ein Restaurant in Düsseldorf. Ich? Und ja, wir kooperieren dann immer. Wie kooperiert er? Ich fahre immer die Kunden von denen, von A nach B. Ach so, so meinst du das. Ja, das ist gut. Also ist auf jeden Fall nichts Verkehrtes. Ja, deswegen. Wir sind auch Geschäftspartner gleichzeitig mit dem. Und das ist ein sehr guter Freund von mir. Ich kenne ihn seit 22 Jahren. Oha, wow. Ja, seitdem ich klein bin. Meine Eltern kannten sich vorher und jetzt, ja, dann hat sich die Freundschaft so zusammengetan und so. Das ist schön, auf jeden Fall. Aber das ist echt krass gerade, dass du aus Ortfern kommst. Ich kann es immer noch nicht glauben. Und auch, meinst du es auch im Tausend echt? Ja, das ist auch real. Ich schicke dir jetzt Fotos, davon kannst du träumen. Wie siehst du überhaupt aus? Ja, schick dir, warte, ich zieh mal. Krokodila. Oh, Krokodila. Ich bin gerade am Telefonieren. Ja, sonst leg auf, sonst red mit dem Freund. Ah, ist gut. Warte, ich schick dir jetzt ein Foto. Krokodila. Zack. Oh, du bist hübsch. Danke. Bitte. Aber. Danke. Bitteschön. Ich hab dir keine Fotos von mir geschickt, ne? Ich hab nur ein Foto von dir damals gesehen. Okay. Warte, ich schau mal, ob ich noch ein paar hab. Ich hab welche, also da habe ich braune Haare gehabt. Was hast du jetzt für Haare? Blonde? Ja, ein bisschen heller. Wow. Also ein bisschen hellere. Und du siehst aus wie eine Russin. Ja, das höre ich immer irgendwie. Polen oder Russen sagen die immer. Ja, wegen der hellen Haut. Also würde man mir sagen, du kommst aus Artwind, ich würde demjenigen sagen, du bist bestimmt schwer behindert oder so. Okay. Ja, du siehst echt hübsch aus, muss ich sagen. Danke, du auch. Dankeschön. Bitte. Ja. Ich weiß gar nicht, von wo ich dich kenne.